Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 174 am Montag, den 22. Mai 2023. Es ist 21.30 Uhr und wir haben noch 16 Grad Außentemperatur an der Ostsee auf dem Campingplatz Ostseesonne. Ja, der Tag war heute auch wieder schön, muss ich sagen. Allerdings mit wesentlich mehr Bewölkung. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund hören könnt, ich mache mal kurz Pause, hat es gerade angefangen zu regnen. Wirklich seit ein paar Minuten. Ja, das soll jetzt heute Nacht eben auch regnen. Aber der Himmel ist tatsächlich nicht nur grau in grau, sondern da sind auch immer mal so hellere und ja, bläuliche Abschnitte noch dazwischen. Ich glaube, ganz so schlimm wird das gar nicht. Im Gegensatz zu den Vorhersagen, die wir in den letzten Tagen noch hatten, da sollte es nämlich seit gestern schon mehr oder weniger durchgängig regnen für die nächsten 2-3 Tage. Und das ist alles gar nicht so gekommen. Da sieht man mal wieder, wie die Vorhersagen ja schwierig sind anscheinend auch. Bin nun kein Meteorologe, aber ich merke so, dass in den gängigen Apps, die ich auch nutze, die Vorhersagen ja immer unzuverlässiger werden, habe ich das Gefühl. Also das Wetter scheint anscheinend immer ja schwieriger zu deuten. Ich kann es gar nicht genau erklären, wie ich das meine. Sorry für das Gestammel. Also ich glaube tatsächlich, es ist einfach schwieriger geworden, das Wetter vorherzusagen. Ja, habe das im letzten halben Jahr in Griechenland auch schon immer festgestellt. Da konnte man sich manchmal nicht mal innerhalb des Tages auf die Vorhersage verlassen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Kommentiert das gerne mal. Bei Spotify geht es ja ganz gut. Könnt ihr gerne einen Kommentar drunter schreiben unter die Folge. Oder bei YouTube geht das natürlich auch. Oder wo auch immer ihr das hört, kommentiert das gerne. Oder schreibt mir eine Nachricht, wie ihr das empfindet mit dem Wetter. Ich finde das ein bisschen crazy. Letzten Endes, wir nehmen es eh, wie es kommt. Und hatten jetzt echt super schöne Tage hier. Und ich denke mal, spätestens übermorgen soll das auch wieder richtig gut werden hier. Und die Temperaturen stimmen ja trotzdem noch. Also 16 Grad um diese Zeit ist ja wirklich noch annehmbar und völlig okay. Dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.